habe eine kleine Überraschung für euch da draußen. Zu unserer ersten Folge Two Nights, Two Friends 2022 haben wir uns was richtig Geiles überlegt. Und zwar machen wir ein fettes Gewinnspiel davon und verlosen. Und ich finde die richtig gut. Ich fische die auch in meinen Short Sessions. Den Mini Micron X als Dreier-Präsentationsset. Mache ich mal einmal auf für euch. Sind wirklich schnuckelige Dinger hier. Sehen schon sexy aus, die kleinen Dinger, wenn man hier die Snack-Ears noch hintermacht und dann mit unseren Mini-Swingern oder kleine Hänger dran. Richtig cool, finde ich geil. Also, jetzt erkläre ich euch, wie ihr die gewinnen könnt. Und zwar, wenn ihr erratet, wie viele Karpfen Benny und ich zusammen in der ersten Folge Two Nights, Two Friends gefangen habt, dann liked das Video, abonniert den Kanal und schreibt in die Kommentare, wie viele Fische es waren. Und dann losen wir aus oder losen wir den Gewinner aus, Leute. Also, ich bin mal gespannt, wer sie kriegt. Viel Spaß schon mal damit. Multitasking. Sind wir nicht.
Ding ist voll. Penny, wir fahren. Wieso? Was ist das? Ja, egal, frag nicht. Es ist nicht so, wie es aussieht, Digga. Feuer die hier rein. Ich werfe dich hier vor die Truhe. Ja, komm weg. Lass uns weg. Wir haben die große Frankreich-Karte. Ich darf hier auch agieren. Das ging schnell, Digga. Hat er gejagt. Schön, haben wir was zu essen. Du wolltest jetzt sehen, wie ich gucke gleich. Wenn ich das er ist sich neugierig auf den See. Ich war hier noch nie. Oh, ich mag ja diese Wasserfarbe, ne? Oh, und wenig Wasser hat er auch. Richtig wenig Wasser. Wollen wir hier ein bisschen verweilen, Benni? Mir gefällt das hier. Mir auch. Ich mag diese Wasserfarbe einfach. Und dann, wenn du drumherum, weißt du, dann hat man da bei unserem Szenepool gesagt, ja, aber hier sind die Berge drumherum. Hier siehst du sie wenigstens. Da hast du ihn gar nicht gesehen. Die Jacke, ich sehe mit dieser Jacke noch fetter aus, als ich eigentlich bin. Das ist eine XL. Muss ich jetzt auch mal an Fox, die fallen groß aus. Männer, bestellt ihr euch diese geile Jacke? Eine Nummer kleiner. Wer X, genau, ne Benni? Du hast sie auch zu groß gekriegt. Ja, ich habe normalerweise M in Jacken, die musste ich in S nehmen. Das tat mal richtig gut. Jetzt so 8 Stunden durchgepennt am Stück. Jo. Gestern waren wir richtig platt nach der Fahrt. Ich habe noch mal nach dem Roten legen heute Morgen noch mal 1 Stunde gepennt. Ja, das tat richtig gut. Abgelegt. Wir wollten eigentlich noch mal filmen gestern Abend, nachdem wir aufgebaut haben, aber ich war nur noch platt. Ich wollte ins Bett, ich wollte nicht mehr was essen. Hast du gesagt, doch, machen wir noch. Hast noch so eine geile Pita gezaubert. Ja, die war echt geil. Schön scharf und dann so Pita-Brot angebraten, Männer, mit Olivenöl, schön Meersalz drauf. War gut. Ja, schön da Tomate, auch gut Gurke, pennen. Salat, das Fleisch rein, so dieser geile Dip mit drin. Abgelegt, gepennt, wir hatten alles fertig gemacht. Heute Morgen haben wir dann gesagt, lass uns erst die Routen legen, alles fertig machen, bevor wir mit dem Film starten, weil sonst sind wieder 3-4 Stunden rum. Das haben wir auch gemacht. Ja, auch noch dunkel, als wir aufgestanden sind. Und dann war so kalt. Ey, ich habe gedacht, mir fallen die Finger ab. Gestern Abend schon, es hat in Strömen geregnet. Ich musste zwischenzeitlich bei dir ins Zelt gehen, meine Hände auf den Kocher wärmen, weil ich konnte nichts mehr anpacken. Deswegen geht hier ja auch noch nichts. Ich meine, jetzt liegen sie ja schon, wir haben es jetzt fast Mittag. Es war -3 Grad heute Nacht. Es war richtig kalt. Und jetzt fängt hier, glaube ich, so das Frühjahr an. Jetzt sollen wir so 18, 19, 20 Grad immer kriegen tagsüber. In der Sonne natürlich noch viel wärmer. Da ist jetzt zum Beispiel was gesprungen da draußen. Ja. Die Weißfische sind aktiv. Jo. Jetzt wollen wir mal schauen. Jetzt werden wir uns hier ein schönes Frühstück genehmigen. Ein paar Strohsemmeln. Wie immer Salat, halb Mittagessen und wie so oft beim Angeln. Man schafft es morgens einfach nicht. Und jetzt heißt es für uns erstmal ankommen. Ja, jetzt runterkommen, genau. Die Fahrt gestern super durchgekommen und trotzdem ist es halt höllenweit hier in Südfrankreich. Fand ich, war es richtig anstrengend. Nicht wie sonst, dass es so von der Hand geht, aber wir hatten es ja auch schon kurz gesagt, irgendwie, ich war die letzten Tage so unter Strom, habe so wenig geschlafen die Nächte. Und dann hatten wir beide auch nachmittags so einen richtig toten Punkt. Ja, so ein Hänger. Aber richtig, der ging dann isst du wieder was, dann hältst du nochmal an. Damit hältst du dich dann immer so ein bisschen über Wasser. Stürzt dir so ein Red Bull runter. Das bringt übrigens nur was, wenn du dich komplett äckst. Dann kriegst du nochmal so einen kleinen Mann, hör auf. Nein, es war anstrengend, aber es ist auch wunderschön, das möchte ich auch mal sagen, also hier zu sein. Und man hat gleich wieder diesen Flair, den ich ja so mag. Ich habe ja früher viel hier gefischt in dieser Gegend, aber nie an diesem Gewässer. Beziehungsweise habe ich ja auch
Und da wissen ja manche schon, in welcher Ecke wir sein könnten, habe ich eigentlich nur ein Riesengewässer. Alles gut, ich muss nur kurz gucken wegen dem Licht. Ah, okay. Kannst weitermachen? Kann ruhig weiter. Ja. Ein Riesengewässer hier nur befischt in der Ecke. Bonjour, Monsieur. So, jetzt kommt auch Besuch. Vielleicht sollten wir hier an dieser Stelle kurz, obwohl wir lassen das einfach laufen. Ja, klar. Das gehört dazu. Excusez-moi, we speak English a little bit. Oh, er macht schon mal schön fertig. Jetzt haben wir mal kurz einen Cut gemacht. Ja, das war ja nett. Die waren sehr nette Leute hier. Und ich weiß jetzt auch nicht, was ich sagen soll. Jetzt gibt's Frühstück. Jetzt gibt's Frühstück, ja. Und ich habe dir mal ein bisschen Mayonnaise schon mal drauf gemacht. Er liebt Mayonnaise. Und nicht wieder fressen wie so ein Schwein. Die Leute haben mich angeschrieben, Benni, wie du essen willst. Ja, eher andersrum. Es war genau andersrum. Benni hat gesagt, ey, wenn wir beim Angeln sind, weil dann lässt man sich ja manchmal auch so gehen. Und wenn es dann so schmeckt, achte mal drauf, dass du nicht so schmatzt. Guck mal, wenn meine Frau das jetzt hört, die sagt es nämlich auch immer. Probiere ich das gleich nochmal ohne. Oh, ist das schön. Ja, das ist Lifestyle, ne? Das ist, jetzt kommt man so richtig. Dann kommen wir auch in Schwung und in Fahrt. Genau, und das soll ja auch, man sagt so oft, weißt du, oder ich werde so oft gefragt, du ja wahrscheinlich auch, so, ja, aber wie ist das denn, wenn ihr jetzt so vor der Kamera, das ist doch anstrengend, oder der Druck, wenn ihr da nichts fangt, der ist schon da, mal mehr und mal weniger, aber es kann natürlich auch für uns richtig, richtig entspannend sein, ne? Und richtig schön, wenn jetzt irgendwann gleich heute Nachmittag hier ein Fisch abläuft und dann kommt man in so ein, ja, in so einen richtig geilen Flow und denkt, ja. Das ist halt immer wichtig, finde ich, dass man oder dass wir versuchen natürlich immer relativ schnell auf Fisch zu kommen, um in diesen Flow zu kommen. Weil wenn es dann, das soll jetzt so eine Art, mal so ein bisschen so einen Roadtrip machen, verschiedene Gewässer angeln, nicht irgendwie 4, 5 Nächte, wie es sonst der Fall ist, an einem Gewässer hocken, sondern euch so ein bisschen was zeigen, ist natürlich auch früher. Da so stationär zu verweilen, finde ich immer nicht die richtige Art. Klar, wenn du irgendwo fängst, dann bleiben, aber wenn es nicht läuft, dann keine 3, 4, 5 Nächte irgendwo verschwenden. So wollen wir das handhaben, dass wir dann auch weiterfahren, uns Gewässer suchen. Das wird hier auch, glaube ich, hier so sein, dass wir hier vielleicht 1, 2 Fische fangen und dann kannst du auch weiter. Mal gucken. Das wollen wir euch so ein bisschen zeigen, dieses Frühjahr. Ja, und wir sind ja auch einfach nur losgefahren. Ja, wie schon gesagt, ich habe hier noch nie gefischt und sind einfach mit der Karte für Frankreich, mit der großen, dann hast du halt ganz Frankreich, die öffentlichen Gewässer und wollten das auch gerne. Wir wollen auch vor Gewässern stehen, wo wir jetzt so, ich hatte gestern Benni gefragt, ich sag, kann ich dann morgen links fischen? Ja, sagt er, ist mir egal, ich hätte wahrscheinlich eh rechts und so. Fängt man dann an einem Gewässer, wo man noch nie war und das ist ja auch super interessant und mal gucken. Wir haben auf jeden Fall Bock. Ja. Kurz nach 6. Das letzte Licht jetzt hier. Super schönes Licht. Wir haben uns heute Nachmittag tatsächlich noch mal, ja, ich bin damit angefangen, ich habe gesagt, Benni, ich schlafe noch mal eine Stunde. Benni dann sich auch abgelegt. Benni hat schon vor mir geschnarcht. Dann habe ich wohl, nachdem er wach geworden ist, so krass geschnarcht, dass er mich angeschrien hat. Wie hast du mich genannt? Ronny hat er geschrien, aber wie laut könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich bin ganz unsanft geweckt worden. Ich habe nicht geschrien. Er sagt, er hat nicht geschrien, bei mir war das richtig, also ist ja auch Latte, komm. Hier sind die Saiblinge, Leute. Ich will da gar nicht näher drauf eingehen, wo die her sind. Das tut auch nicht zur Sache. Ich filetiere die jetzt. Ich habe immer gesagt, hängt mir die in Wind früher am Ebro. Wenn wir da Geidings gemacht haben, die Zander, dann kann ich sie am besten filetieren. Ich kann das mal ganz kurz hier zeigen, Benni und ich werden die gleich speisen. Ich schneide einfach und wenn die so schön trocken sind, geht das super hier hinterm Kiemendeckel ein. Und dann einfach nur an der Mittelgräte so runter, Männer. Und die Haut, die ist natürlich jetzt trocken. Ich wässere die gleich noch mal ein bisschen. Und schon habe ich praktisch ein fast fertiges Filet. Kann jetzt aber hier dann mir so die Mittelgräte rausnehmen. Am besten mit einem Schnitt so runter. Und habe jetzt auch gleich schon den Bauchlappen ab. Und das ist eigentlich ganz easy, was jetzt kommt. Ich werde aber auch auf der Haut braten, 2 Stückchen.
zwei Stückchen ohne Haut. Das ist einfach eine Sache von Geschmack, Röststoffe. Und gehe jetzt ganz langsam hier an der Haut runter und habe innerhalb von wenigen Sekunden ein fertiges Filet. Das geht natürlich auch mit dem Barsch, mit dem Hecht und vor allem mit Zandern. Es kommt ein bisschen Wind auf, es war heute schon ein bisschen wärmer. Wir haben nichts springen sehen, wir haben die Zeit, die wir wach waren, haben wir aufs Wasser geglotzt und haben wirklich nichts gesehen, keine Aktivitäten. Die Nacht wird noch mal richtig mit Frost, denke ich ja, ne? Ja, wird richtig kalt. Noch mal Frost und ab morgen Nachmittag soll es dann von Tag zu Tag wärmer werden, die Nächte milder, dann haben wir irgendwann 8, 9 Grad. Am Ende allerdings dieses Trips, also in 9 oder 10 Tagen, hätten wir dann richtig warme Nächte. Wollen wir mal schauen? Wir haben gesagt, was wollen wir jetzt heute noch filmen, was wollen wir zeigen? Wir werden hier dann, wenn wir fangen, auch noch zeigen, wie wir hier Routen legen oder wie wir die gelegt haben. Noch mal ein bisschen auf unsere Rigs eingehen. Ich fische halt mit Maden, ganz kleinen Poppies. Benni, du glaube ich jetzt auch schon kleiner, 2 Routen oder noch genauso? Nee, noch genauso. Ja, wir machen es uns jetzt hier schön heute Abend und kommen ja auch jetzt erst, Benni hat es vorhin ganz schön gesagt, weil wir haben dann immer, oder man hat dann schnell ein schlechtes Gewissen, so, oh, jetzt haben wir uns noch mal hingelegt. Ja gut, nach dem gestrigen Tag, so soll man ja auch reinkommen, denke ich. Da sind wir morgen umso ausgeruhter, heute noch mal gut pennen. Und dann kriegen wir auch irgendwann einen ans Band. Und wenn ich hier, Leute, und das ist es ja auch, wir wollen uns nicht wieder festbeißen, verbrannte Erde da am Szenepool, da haben wir dann einen Fehler gemacht, haben wir auf der Hinfahrt lange drüber gesprochen. Da hätten wir Anfang an sagen sollen, nein, hier bleiben wir nicht. Und es bringt auch nichts, wenn wir jetzt wieder blenken und dann, wir bleiben noch 2 Nächte, wir bleiben... Bonjour, Monsieur. Wir lassen uns treiben. Wir lassen uns treiben, so ist es also. Weiter filetieren, wird schon ganz warm hier, die Forelle. Ich stehe im Licht. Oh, ich probiere gerade noch gerade. Du darfst noch nicht gehen. Der Hund springt ins Wasser. Warte. Ich will probieren mit dieser. Will mir aber auch nicht das Maul verbrennen. Den Mund. Schön in eine Schnur reingehüpft. Da ist er drin. Oh. geil. Hol den Hund da raus. Und kommt zum Essen. Ja. Los. Jetzt spüre ich hier das kleine Brassenmäulchen. Jo, den Boiler habe ich wieder. Ich fange ja im Gegensatz zu Benni wenigstens Brass. Schönes Ding. Da, die springen aber doch jetzt hier. Hat hier genauso viele Brassen drin wie in der Bierde oder was? Die zockt richtig. Ja, die haut richtig rein. Das ist gar keine Brasse. Das ist ein Koi. Da hinten ist schon wieder Yacht. Hörst du das? Die Hunde sind auf Fährte. Dass ich diese Brassen fange, liegt natürlich schon an der Madenangelei. Ne? Maggots. An der Qualität meines Futters. They love maggots.
Yeah, and Fudder. Brems love Fudder. Jetzt kommt er. Da ist er. Guck mal, guck mal, guck mal. Beautiful, very, very beautiful. Wer hat mir denn da ein anderes Blei ran gemacht? Vorsichtig. Ja, guck mal, und auch wieder Flecken, siehst du? Nur nicht so extrem wie die andere. Jetzt hör doch auf, wenn du mich jetzt noch nass machst. Oh. Zeige ich euch mal den Köder hier. Ah! Oh. Klitschnasse Füße. Da. Hau du mal ab, du kleiner Pfiffi hier. Maggots. Wir hauen hier ab. Ist einfach zu kalt. Guck mal, freust du dich, wenn so ein Karpfen wegschwimmt und so ein Winkste teilweise noch? Und yeah, und warum fressen sie doch auch schöne Fische? Ja, super. Geht das hier ruckzuck? Ist das Camp weg? Jo. Wie ist die Sachlage? Eigentlich voll gut gelaunt, immer noch richtig heiß. Freue mich aufs nächste Gewässer. Vor allem, weil wir auch noch nicht wissen, wo wir hinfahren. Und trotzdem geht jedem von uns beiden das schwer ab, dass wir jetzt hier noch keinen haben. Ne? Aber das Wetter, es spielt eine große Rolle. Es wird jetzt immer wärmer. Jetzt haben wir mal mehr Zeit als sonst, aber trotzdem sagen wir jetzt so, schon so ein bisschen Druck, aber zu locker darf man es auch nicht sehen, nein, ne, dass wir jetzt mehr Tage haben und rumschlendern, so. Aber wir haben ja nicht geschlendert, wir haben gesagt, wir machen hier 2 Tage. Die haben wir gemacht, haben gut und die geangelt. Wollen wir jetzt auch nicht verlängern, weil es meiner Meinung nach nichts bringt. Nein, meiner auch nicht, dann kannst du jetzt auf einmal ist die dritte rum, dann hat einer verliert einen oder so, so ist das dann ja oft, dann denkt man, komm, jetzt bleiben wir auch noch nur, um euch hier einen Fisch zu zeigen, in diesem See sind große Karpfen. Soll ich sagen, wo wir hier sind? Für die Jungs? Nein. Nein, die haben wir aber nicht gefangen. Ich hätte es ja schon wieder gerne verraten. Nein, das machen wir nicht. Nein, dann machen wir nicht. Die den See erkennen, das, die kennen den eh. So, jetzt hast du ja recht. Wenn sich immer alle benehmen würden, könnte man das ja sagen. Das tun sie aber nicht. Nicht alle. Das heißt für uns, wir wimsen jetzt alles in der Karre und melden uns gleich aus dem Auto. Hier war nicht viel zu zeigen. Und wenn wir nicht viel zu zeigen haben, dann machen wir das auch nicht. Halten wir uns kurz, dann geht's weiter. So sieht das aus. Schön ist das hier, die Sonne scheint, Zelte sind im Auto, Liegen sind im Auto. Jetzt kloppen wir den Sch... Was schreit denn da? Deine Musikbox schreit hier so. Wo fahren wir hin, Benni? Ich sag, wo fahren wir hin, Benni? Sag, weiß ich auch nicht. An einem kleinen Szenepool habe ich gehört. Ob das Szene ist, weiß ich nicht, aber... Schön soll der sein, richtig schön. Ich war noch nie da. Ich also aber überall ich mit nicht. Dir. Da, wo wir gerade waren, war ich ja schon mal. Ja, und ich angel, egal wo, wir können hinfahren, wo wir wollen, neue Sachen sehen, ich angel überall. Auf jeden Fall machen wir jetzt mal einen kurzen Stopp, ist die Karre zu. Jo. Düt. Ich will nach Decathlon unbedingt einmal rein. Immer geil in Frankreich. Jo. Und frisches Baguette, Cola und, brauchen wir noch was? Honig. Honig brauchen wir noch für deinen Salat. Oh, ist hier Maskenpflicht? Nein. Weiß ich nicht. Ist ein Hyperchu. Der ist riesig. Ich glaube, die haben keine Maske. Ungewohnt. Das ist das erste Mal seit, ich weiß nicht, 2 Jahren, dass ich ohne Maske einkaufen gehe. Sind hier welche ohne Maske? Was ist das? Alter, die haben Maps. Er braucht noch Haken. Scheiße, keine Haken. Guck mal hier, richtig hochwertiges Mann, Equipment. Daran sieht man nochmal, ist das nicht geil, für was für eine Bude wir angeln. Guck dir den Scheiß. Ja, die ist top. Die nehme ich. Wieder. Ist dir was gegönnt? Kopflampe. Und soll ich dir was sagen, Benni? Das sind ganz einfache. Wir dürfen die nur privat nutzen. Die schenke ich dir. Ist für dich. Ich dir gekauft. Dankeschön. Kann er nicht gebrauchen. Steht kein Fox drauf. Nicht gebrauchen. Kannst du liegen lassen. Verschenke ich weiter. So, wo fahren wir jetzt hin? Ich darf nicht sagen, wie der See heißt, aber ich habe von dem gehört. Der Lange war da schon mal mit Mr. Fudder und der hat gesagt, Donnerwetter. Der sieht schön aus, da sind dicke Teile drauf und da ist alles verboten. Und dann habe ich gesagt, da fahren wir sofort hin.
Ne, oder? Anreißen den Hobel, steht die. Anreißen, tagsüber ist überall erlaubt, nachts schön schlafen, morgens okay. Losgehen. Starten. So, ich hoffe, man sieht hier nicht, wo wir hinfahren. Geht Feuer los. Zu. Wieder kein Feuer. Finde ich schön hier, richtig geil. Ich glaube, Benni findet es auch gut. Wir haben einen ganz netten Angler getroffen eben auf der anderen Seite. Hier ist so eine lange Insel in der Mitte. Hat so ein bisschen, ja, wie so eine Anlage richtig. Mülleimer sind auch da eben, gerade kamen welche zum Picknicken. Große Fische sind hier drauf. Hat so kleine Inseln da hinten noch in dem Bereich. Wir dürfen die Ruten hier werfen. Sieht aber recht unscheinbar aus, ne? Schwein haben wir gehabt mit der Karre, dass wir ja, da durchgekommen sind. Ich weiß, das ist jetzt, das steht so auf der Kippe, Männer. Wir haben es jetzt 20 nach 2. So, man darf hier, ich glaube, bis eine Stunde. Bis 8 Uhr, irgendwas mit 8 Uhr, ne? Hat er gesagt. Ja, kannst du sagen, eine Stunde nach Sonnenuntergang darfst du hier angeln. Morgen früh eine Stunde vor Sonnenaufgang. So, macht man das jetzt hier, dass wir hier die Routen einfach mal legen, uns hier neu organisieren jetzt gleich, dass wir hier, oder fährst du dann weiter, fährst zu einem größeren, zu einem anderen Gewässer. Aber ist der Tag dann auch wieder rum, so können wir so wenigstens können wir angeln. Noch 5 Stunden oder so angeln, vielleicht haben wir ja Glück, oder es zeigt sich irgendwo einer. Wir müssen flach rüber, ich sag, wir müssen flach irgendwie die Insel da anwerfen, da kommt man ja auch hin. Kann man gerade so schaffen. Ich weiß nicht, was das sind, so 80 Meter. Oh, das täuscht. Ich habe eben mit der X4 schon mal einen Wurf gemacht. Also das werden schon 100 Meter knapp sein. Vielleicht sind es auch weniger. Mal gucken, ob wir hinkommen. Ja. Also machen wir. Machen wir. Wir müssen ja immer beide einverstanden sein. Benni sagt, was sagst du? Klar, Mann. Herr los. Hier, der Spezi am Berg. Sagt, das sieht wieder richtig gut aus, was du da machst. Du hast mir um den Motor gewickelt, die Schnur, damit ich länger brauche. Das wusstest du schon, hast die Kamera schon parat gehabt, als du mich an der Route gesetzt. Aber weißt du was, hier, kein Problem für mich. Jetzt will ich euch mal sagen, jetzt zeige ich euch mal, wie man mit so einer Explorer da hinten hinwirft. Schwimmen erlaubt, Benni? Weiß nicht, hat er nicht gesagt. Ich weiß auch nicht, was das Wasser hier hat. Kalt, 11,8 Grad, wenn ich die da rüber schwimme, da kriege ich einen Krampf hinterher noch. Das mache ich. Und verboten nicht. Wahrscheinlich auch noch. Stimmt. So, das sieht doch gut aus hier. Du musst das dann so auffleddern, siehst du das? Dann geht das weg. Dann mach das jetzt wieder aus, ehrlich. So, wir wollen das hier auch zeigen, wie es wirklich ist, aber irgendwann ist... Das ist auch wirklich, ja. Das ist wirklich. Das hast du gemacht! Ja, ich baue mal auf. Ja, bau mal auf, hör auf jetzt. Krieg ich raus. Wir wollen ja mal immer up to date sein. Auch bei uns sieht es ja nicht schön aus. Wir mögen das nicht, wenn das so aussieht, ne? Aber... Der Einzige, der aufräumt, bin ich ja. Muss ich mich hier schon um die Stellen streiten. Da habe ich da vorne einen Bankstick hin, da schrie er schon. Er fragt eben noch, wo willst du angeln? Schrie aus dem Auto so. Ey, wo willst du denn das Loch da hinten? Und ich so, ja, wollte ich eigentlich. Da lege ich hier schräg, von hier lege ich dich hin. Ich sag, Digga, bleib ruhig. Ist er direkt vorgelaufen, weil er wusste, ich habe diesmal den besseren Riecher. In diesem Dreh möchte ich auch, dass das hinter den Kulissen, was sonst immer da geblieben ist. Und das werde ich jetzt aufdecken, weil ich werde echt... Guck mal, die Mütze hat er auch, wie so ein Detektiv. Wie so ein Detektiv, dann setze ich die ab. Also er ist schon dominant hier, ne? Das muss ich euch mal sagen, Männer. So, sonst sage ich immer hier, da angel ich. Und dann sagen die anderen, ja, dann angel ich halt woanders. Aber Benni schreit mich schon regelmäßig an hier. So, sieht das hier. Oh, das ist so richtig. Deswegen wollten wir Light Tackle. Hat wieder gut geklappt. Karre ist voll. So. Jetzt müssen wir die. So. Warte, wo liegt die? Da. Jetzt legt er wieder los. Der hat die Rigs vor mir fertig, dass er überhaupt die GoPro mal hält. Ja, muss ich noch beködern. Bringst du mir das bitte bei, dass ich so eine Kamera. Da der halbe Poppy ist schon drauf. Muss noch einen Sinker da ran montieren und dann mal gucken, wie weit das Cast. Muss erstmal andere Blei rauf. Macht es zu schwer. Wenn er schneidet, hat er 7 Stunden Material und davon macht er 5,5 Stunden Film. Schön, gute Laune haben wir. Jetzt müssen wir nur noch einen fangen. Vergessen, wieder auf. Salate nicht drin, egal. So, ich muss eine Rute rausbringen, sonst legt er die da gleich links hinten hin. Ja, das macht er. Aber du hast wenigstens 2 lange Ruten mit, kannst du weiter werfen. Also, ich komme da nicht hin. Die muss doch gar nicht kalt sein, die Scheiße. Ich komme da gar nicht hin, das ist zu weit weg, glaube ich. Fallen schon wieder die Hälfte runter. Ey, wie die Zeit jetzt gerast ist. Jetzt ist es kurz vor 5. Meine letzte Rute liegt noch nicht mal. Das ganze Gerödel liegt hier auch noch. Es ist schon ein bisschen aufgeräumt. Wir haben jetzt gerade eben so einen schönen Schokopudding gegessen, Benni und ich. Da haben wir ein bisschen Zucker gekriegt.
ja, wie gesagt, die Routen liegen schon. Ich werfe jetzt die letzte. Wir haben ein ganz kleines Problem. Ich habe zwei Horizon X4 mit. 3 Pfund, 3 Lips. Und komme, werde ich jetzt gleich auch zeigen, gut hin. Die Explorer-Routen liegen dran. Benny hat sogar ein Plateau gefunden. Da beneide ich ihn ein bisschen drum. Also die Route liegt sehr flach. Wollen gleich mal die Drohne steigen lassen. Und ich zeige euch jetzt mal, weil hier vorne liegen die anderen. Die haben wir hier so gestaffelt. Vorhin war noch ein Franzose da, der war aber auch nett. Und ich werfe die jetzt mal da unten so auf 100 Meter vor so ein Schilffeld. Ach so, das brauche ich, Leute. Ich muss gerade selber schauen, 118 Gramm. Das ist hier meine Wurfmontage. Benny wirft mit Safety, das habe ich noch nie gesehen vorher. Da muss er selber ein bisschen lachen, aber du schleuderst die da schon hin. Und das, wie du es dann aber auch machst, ja, mein Flying Backlead hier drauf, schönes Wurfblei, Inliner, wieder mal ein 6er Haken. Hier habe ich jetzt tatsächlich mein Körnerfutter unten drauf und oben, ich glaube, es war eine Fleischbanane mit Maden, 2 16er. Als Schneemann, was willst du hier auch davor knallen? Muss auch halten, ein paar Maden da drüber. Jetzt verhedder ich mich schon wieder in dem Kabel hier. Jetzt pass mal auf, ich bin ja ein wahrer Wurfkünstler. Oder man sagt auch The Machine. Da hinten wolltest du einmal den Platz zeigen, wo ich dich jetzt hinfeuer? Ja, los, das knall ich da jetzt vor. Jo. Lass ich liegen, der lag sofort. Der war genau davor, oder? Das fand ich auch. Der war ein bisschen zu steil. Erst dachte ich, der wird ganz, aber das Rick ist gut geflogen, das habe ich gesehen. Ja, komm. Und das soll hier auch mal gesagt sein, wir sind jetzt nicht die Wurfkünstler. Oder ich. Ich weiß nicht, Benny kann, glaube ich, mittlerweile, du warst an diesem, wo ich da geschwommen bin, an diesem Sayaki, wo ich jetzt Uferbetretungsverbot habe. Da hast du geworfen, ne? Ja. Werfen kann ich. Mittlerweile? Ja. Ja, los, das kannst du. Ja. Wenn die jetzt nicht abläuft, knallst du mir die da noch mal vor. Morgen. Das kannst du ruhig mal machen. Aber jetzt schieße ich, das kann ich jetzt aber, da kannst du mal gucken mit dem Stick. Knall ich die da jetzt vor. Ja, so ein paar müssen da hin. Jo. Jo. Sieht man das? Die kommen an. Fast, jetzt kommt er an. Die kommen. Guck mal, kommen genau an. Die Hühner sind sofort da. Das zeigt an dem Pool hier, dass hier auch Druck drauf ist. Ne? Guck mal, die Hühner kommen und die müssen ja Angst haben, dass ich die erschlage da hinten. Die kommen alle. Der ist zerplatzt, aber die kommen alle an. Reicht auch schon fast. Noch ein paar hin. Boah, und jetzt bitten Fisch. Es wird auch Zeit jetzt. Jetzt geht das ja 2 Nächte geblenkt an diesem, wie er heißt. Oh, wieder zersprungen. Reicht, komm, die zerspringen. Das Rohr nass machen, reicht. We'll be right back.
Was hat er vor? Du weißt, was passiert ist, Ben. Deswegen bitte, lass uns jetzt einfach, ich baue mir einen Fuhrfrick. So, wir müssen nämlich die Ruten hier sehr weit werfen, weil alle Fische, soll ich schon sagen? Ja, kannst du. Wir haben sie gefunden. Wir haben das, was wir immer predigen, sagt Benny. Und jetzt müssen wir uns auch mal einen Fehler eingestehen. Los, Benny, jetzt hak du ein. Hier, sag was dazu. Ja, man sollte zuerst Location betreiben, gucken, wo sich die Fische aufhalten und da angeln. Und wir da saßen aber zwei Franzosen, das muss man dazu sagen, drüben. Ja. So, dann haben wir eben die Drohne fliegen lassen oder Benny. Und ich hatte schon so ein Gefühl und sonst bin ich da nie so interessiert. Habe mich direkt hinter Benny gehockt und habe gedacht, wo sind sie, wo sind sie? Weil heute ist der letzte, also morgen ist bewölkt, 14 Grad heute, 20 Grad Sonne. Und ich denke, wo kommen sie denn auf einmal? Erst haben wir vereinzelt ein, zwei Fische hier hinten rum gesehen. Auf der anderen Seite von der Insel fliegt Benny und Schildkröten erst auf einem Pulk und dann, ja. Wir haben uns so fertig gemacht hier eben. Also, ja, das wie man war so, der ganze Seebestand. Wie man so also, doof sein kann. Mindestens 60 Fische, tolle Aufnahme. Ich meine, der Franzose sitzt direkt daneben. Boah, mega Aufnahme. Alleine das, schon geil. Aber der Franzose sitzt da und wir müssen jetzt gucken. Ihr habt die Shirt hier an. Weil morgen, wir dürfen hier nicht nachtangeln, morgen früh werden die Karten auch hier wieder neu gemischt. Ihr erinnert euch an diesem Szenepool auf verbrannter Erde, war es genauso. Und das wollen wir morgen noch einmal probieren. Und dann wird es für uns auch eng. Weil dann sind vier Tage um und wir haben echt abgelost hier im frühen Frühjahr. Aber... Das war hart. Und dann kommen hier noch Spaziergänger rum und zeigen uns ein Foto von den Franzosen. Jo. Er hat gerade eingefangen. Der hat eben gerade eingefangen. Und schöner, also ein Rogner, auch voll, ne? Richtig geiler Spiegler. Der Typ ist so ein großer Hühner, also der Fisch. Ich schätze den 15 Kilo, 16 Kilo. Ja, wenn nicht noch mehr. Wenn nicht noch mehr, kommen wir auch. Und da kannst du noch so weit werfen. Wir haben halt auch kein Wurfequipment dabei. Was hast du eben gesagt, Benny? Was hättest du jetzt gerne? Ich hätte gerne meine Horizon X5S 12 Fuß 3,75 Lips dabei. So. Die habe ich zu Hause gelassen. Ich wollte sie erst mitnehmen. Dachte, komm, nimm nicht noch mehr Scheiß mit. Und dann knallst du die auch da drüben hin und dann fängst du die auch. Ja, und jetzt fehlen mir da bestimmt 50 Meter mit meinen Explorern. Man ja auch sich dann fragen, und das sollten wir dann morgen tun, wenn wir vielleicht da drüben den Platz kriegen und sagen, oh, vielleicht kommen wir mit ein, zwei Routen in die Nähe, fangen da hoffentlich einen Fisch und dann ein Gewässer suchen, wo wir auch wirklich wenigstens mit dem Boot drauf dürfen. Weil das hatten wir uns ja auch vorgenommen. Wir haben nicht umsonst, ja, das sind ja unsere Lieblingsmodelle mit dem 1,80 und dem fetten Motor dahinter. Ja, müssen wir gucken. Krass, wir kriegen Riti auf die Fresse, Digga. Das gibt's doch nicht. Sind natürlich auch erst zwei Tage unterwegs, ne? Halbe Stunde haben wir jetzt noch, halbe Stunde nach Sonnenuntergang, halbe Stunde vor Sonnenuntergang, dürfen wir, Sonne ist weg, es wird kälter. Erste Pieper gerade. Zweiter, auf meiner Route war und auf deiner Route, dritter. Aber keine Ahnung, was die Fische waren. Fische sind nicht hier. Nee, Fische sind nicht hier. Einen haben wir vorhin noch mal gesehen, wir sind kurz vor Sonnenuntergang noch mal geflogen mit der Drohne. Einer ist ganz nah am Schilf, das ist kein halben Meter, ist er geschwommen. Ja. Gleich rausdrehen. Da gibt es auch gutes Essen. Jo, geiles Essen. Jetzt ist der dritte Tag rum und dann beginnt die dritte Nacht. Die dürfen wir nicht angeln. Da fallen halt jetzt im frühen Frühjahr noch viele Stunden weg. Jo, aber es ist hier überall in der Region. Ja, das wussten wir vorher. Man hofft, dass man sie tagsüber kriegt. Der Kollege kriegt sie, weil er im Fisch angelt. Wir angeln nicht im Fisch. Das ist jetzt so die Frage. Macht er sich vom Acker? Und angelt morgen nicht mehr da? Das ist die Frage. Weil dann könnten wir da sitzen, aber morgen wird es bewölkt. Ist dann die Frage, wenn es bewölkt ist, sind die Karpfen wieder sind an der Oberfläche? Stehen da? Die da oder verteilen die sich? Das ist so, das ist das halt immer im Frühjahr. Ne? Man sagt immer mobil bleiben, das predigen wir. Ja, wir haben ja schon Glück gehabt, dass wir überhaupt mit dem Bus da untergekommen sind. Jo, das war knapp.
So, der ist 1,80, dann ist das, das ein bisschen... So, der ist über die Antenne geschrumpft. Um wirklich diese kleine ganz Heißflosse. Leicht. Dann so hatten wir da so 2-3 Zentimeter noch Luft. Das wird eng. Wenn nicht, müssen wir da noch Wasser reinladen oder Steine reinlegen, dass wir runterkommen. Ja, umso mehr Futter, wie wir hier lassen, umso schlechter kommt man wieder raus. Mhm. Aber das ist so. Ich finde es ja auch immer witzig, wenn... man im Nachhinein dann so Revue passiert, sich das nochmal wieder anguckt. So, welche Fehler haben wir auch noch gemacht, obwohl wir es so professionell angehen. Welche Fehler hat man sich eingestanden, dass man wirklich gesagt hat, Alter, wir haben diese Drohne und waren aber so, oh, dann sind wir so kirre, kann man das auch richtig sagen, wir wollten angeln, so, wir verlieren Zeit und haben dann wieder, dann lässt du die Drohne stehen, hast alles gerade draußen, oh, jetzt haben wir noch 1,5 Stunden, Fische sind drüben auf der anderen Seite. Am anderen See haben wir alles richtig gemacht. Da haben wir gut geangelt, die Fische haben nicht gebissen. Du hattest da direkt beim Ablegen einen vor dir. Ich hatte sie auf dem Echo. Die haben einfach nicht gefressen. Hier, okay, die sind bei ihm drüben, aber willst du dich daneben setzen, wo er angelt, so, dann wird der pissig. Das wollte ich ja gerade sagen. Das hätten wir auch nicht gekonnt. Genau. Also viel blieb ja gar nicht. So, setzt du dich, das macht halt, du hast heute so schön gesagt, das macht ein anderer Franzose. Das ist dann sein Kumpel und so, oh, Benoit. Dann setzt er sich daneben. So, wir sind da heute... Halt, wir haben extra gesagt, hier ist keiner, lass uns hier drüben starten. Hier haben wir unsere Ruhe, können unsere Ruten gut verteilen. Haben mit dem geschnackt irgendwie, setzt du dich ja niemals daneben. Aber man fängt jetzt an nachzudenken, was macht man so? Jetzt, wie gesagt, man hat mehr Zeit und jetzt ist halt frühes Frühjahr. Jetzt werden es wieder minus 1 Grad heute Nacht. Man merkt das jetzt, das kühlt sofort wieder ab. Jo, sobald die Sonne weg ist, wird es kalt. Wir haben noch eine halbe Stunde, gerade eben Pieper. Gutes Anzeichen, weißt du auch. Lass uns jetzt einfach ein bisschen runterkommen. Ja, wir essen jetzt noch gut, dann gehen wir noch ein bisschen spazieren, machen dem Bulli zu, gucken, ob der noch da ist, was der macht, weil. Genau. Ob man hier wecken muss, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wir stellen einfach unsere Linie hin, drehen die Routen alle bei, stellen alles ins Auto. Ruhig sagen. Ja. So, wir drehen jetzt gleich die Routen raus. Weil das steht da nicht. Das steht nicht im Reglement. Hier steht eine halbe Stunde nach und vor. Schlafen wir nicht mal hier am See. Kommt dann nachts einer. So, die Routen sind nicht drinne, sagt der, oh, schlafen wollen wir auch nicht so gerne sehen, fahrt auf dem Parkplatz. Das ist natürlich für uns noch mehr Geröne morgen. Machst du das, fährst du auf dem Parkplatz, gibt keine Ärger. Einfach durchangeln geht nicht. Nee. So, also, gute Laune, mein Freund, bringt doch nichts. Klar, durchangeln wäre geil, weil dann wir machen wir 100 Pfund einen Biss kriegen. Aber wenn dann einer hier steht, dann habe ich keinen Bock auf den Terz. Nein. Auf keinen Fall. So, wir müssen uns wieder bessere Laune machen, weil die sinkt. Jetzt ein gutes Essen, wir haben natürlich auch Hunger. Ja, wie verrückt. Und dann wird es auch besser. Boah, und kalt wird's. Jo. Geil, da habe ich Bock drauf auf das Essen. Das ist gut. Schön, das machen wir jetzt auch. Fisch. Abhang fest, abgerissen, alles abgerissen. Es liegt da auch noch scheiße. Oh. Ich habe einen gefangen heute Morgen, ganz früh. Ich habe so, ja, war noch dunkel, zwei Poppys drauf gemacht, einfach rausgescheuert, die lag noch, eine ist abgelaufen. Oh, Alter, das war ein richtig guter Fisch. Ja? Ja, wirklich, 100 Pro. Scheiße. Na los, weitermachen. Oh, fuck. Jetzt Gredder. Der hängt. Doch. Doch, die ist stramm. Doch. Sag ich doch. Ist das jetzt so eine Ente? Oder ist das ein Karpfen? Das ist ein Karpfen, ich schwimme mit. Geilo. Ist einer, 100 Pro. War bei mir auch so. Der geht doch jetzt schon rum. Siehst du das da? Ja. Kamera. Ich gerade einen Faller gehabt auf die Route. Das sind aber Enten. Und Benny jetzt den ersten Fisch. Fühlt sich komisch an. Du sagst, es ist ein Fisch.
Ja klar, also ganz komisch. Erstmal, meine beiden Takes waren auch beide ganz komisch. Und dann schwimmen die immer so mit. Kannst dich erinnern, heute Morgen, als das so kalt war, wo ich meinen gedrillt habe? Ja. Da war es ja gerade hell. Ich sag, Benni, Alter, jetzt ist der ab oder was? Und dann kurz vorm Ufer, Alter, knallt der in die Bremse. Ich bin gerade am Frühstücken, ich war gerade da hinten am Auto meine Matte rausholen, damit wir den Fisch mal abfilmen. Ja, guck mal, wie der jetzt geht. Das ist ein richtig guter Fisch vielleicht sogar. Ja, ruhig. Die schwimmen halt so mit. Ruhig ist der Kollege. Und dann beißt hier noch was und ich sag gerade eben noch, das fühlt sich hier falsch an. Das stimmt nicht. Doch, und da habe ich gesagt, ich weiß, wie sich das richtig anfühlt, wenn da gleich einer Anne geht. Den kleinen von eben, von heute Morgen. Jetzt geht die hoch. Ja, da bin ich drin. Da, ich heb die an. Scheiße, geh mal rüber, dass wir die nicht... Nicht dahin. Ja, du bist immer noch drin. Ja, ich mach mal ein bisschen Spannung auf die Schnur. Ja, ich bin einfach nur Bock und da durch. Alles gut. Aha. Ja! Oh, ein Fisch am Band. Jetzt geht das hier los. Jetzt fällt die ganze Last von deinen Schultern. Schön. Das ist wirklich schön. Beide jetzt einen Fisch, so starten wir in unseren Frühjahrstrip hier. Poppy drauf. Ich habe eine Tube im Mund. Ich war gerade am Rigbinnen. Wollte noch eine da hinten hinwerfen. Das eine da so unter Land geknüppelt gerade beim Werfen. Ja. Das geht auch. Man kann auch mit den Explorern werfen. Man muss nur wollen. Wobei das schon immer komisch aussieht mit deinen großen Rollen da. Big Pit. Die knarrt sich da gleich wieder richtig schön vor diese... Da bin ich nicht dran. Da sind die Hühner wieder am Tauchen. Das ist auch die Scheiße. Du stickst da eben Boilies rein. Dann kommen sofort die Hühner. Die Hühner sind sofort da. Wenn wir jetzt hier unsere ersten Fische fangen... Da können wir ja auch weiterziehen. Das war das Ziel. Freu dich mal. Geil. Ich bin gerade konzentriert. Ja, Schiss, dass du den ausschlitzt, ne? Oh, der ist richtig gut, Digga. Geil, Benni hat einen richtig guten Schuppi, Alter. Ich gehe mal näher hin, dass ich den sehe. So schlecht war der nicht aus. Nee, der lang. Ist gut lang, wie Sau. Oh. Auf dem Hinge stiff, Poppy. Schöner Fisch, Milchner. Schönes oh, das Brett. Das Blei ist sogar noch dran. Ganz ruhig. Schönes Brett, schöner Fisch. Komm, Alter. Jetzt kommen wir. Ich kann natürlich mit links ganz schlecht. Oh, guter Fisch, richtig guter Fisch. Oh. Oh. Yes. Oh Gott. So, und jetzt wollen wir mal beide runterkommen. Wir haben uns nämlich echt Druck gemacht. Es geht los. 2022, unsere erste Frühjahrstour, Benni. Mein erster Karpfen hier aus diesem See, unbekanntes Gewässer. Und das ist ja auch was, Jungs, das macht mir immer noch so einen Bock. Du kommst irgendwo hin, wir haben ja schon darüber gesprochen und dann... Weißt du gar nichts über das Gewässer und fängst dann den ersten Fisch aus dem neuen Gewässer. Und das ist auch gar nicht schlimm, dass der so klein ist. Ich bin richtig happy jetzt. Yes! Okay, und jetzt Bennys. Das ist ein Brett, Benni. Das ist ein richtig schöner, großer Schuppi-Milchner. Boah, das war jetzt richtig Erleichterung, den im Netz zu haben. Der erste Fisch unserer ersten Tour dieses Jahr. Hat ein bisschen länger auf sich warten lassen als gehofft. Der Ball aber ist gebrochen. Der Kollege ist richtig lang. Das ist er. Guck mal, ist der ein Paddel hin. Jo. Er hat schon direkt Milch auf der Matte gelassen. Oh. Geiler Fisch. Mega. Aber das wird nicht dein letzter bleiben. Nein. Jetzt ist der Bann gebrochen. Der erste muss immer fallen. Der erste ist der schwerste. Der hat riesige Flossen. Auch ein richtiges Paddel hinten. Ich hoffe, er lässt sich noch mal zeigen. Bock hat er nicht. Wow, Alter, geiler Fisch. Weitermachen. Richtig geiler Fisch. Nach der Euphorie von heute Morgen
kam dann gar nichts mehr. Wir haben dann die Routen noch mal uns überlegt, einzelne neu zu werfen. Das haben wir uns wohl nicht richtig überlegt. Wir kriegten dann Gegenwind, man sieht das jetzt hier. Dann auf einmal lagen sie doch nicht so gut, denkt man. Vor einer halben Stunde hat Benny sich in den Bus gesetzt und ich habe dann nur die Drohne gehört. Ich habe mich so ein bisschen gesonnt. Die Sonne ist durchgekommen. Eigentlich haben sie gesagt, bleibt bewölkt. Da hatten wir drauf gehofft, dass die Fische tief stehen. Ich denke, oh, die Sonne ist draußen. Benny hat die Drohne, geh in Bulli und dann. Sie sind noch da. Die Fische stehen eigentlich über unseren Rigs. Je nachdem, ob man sich manchmal vertut, weil wir müssen schon richtig durchkeulen. Ich zeige das jetzt mal. Ich will eine noch weiter da hinten fischen. Vielleicht sieht man das hier im Hintergrund. Da sind auch schon ganz viele Enten und Hühner. Total konditioniert auf dieses Wurfrohr hier auf den Stick. Guck mal, jetzt kommt noch mehr Wind. Ich will wieder werfen. Wir gehen da jetzt mal runter und ich gucke mal, ob ich da hinkomme. So, schauen wir mal. Ich habe jetzt hier 16 mm Fleischbanane. Obwohl der Boilie an sich sehr weich ist, kann ich den trotzdem super bis dahin schießen. Hoffe ich. Jetzt habe ich hier so große Klappe. Links neben der Insel kommen die an. Man sieht im Hintergrund, da ist die 4. Der See ist an dieser Stelle am breitesten. Und wir werfen von da oben schräg. Da ist der Winkel ein bisschen anders, der Weg ein bisschen kürzer. Vielleicht 10, 12 Meter sparen wir da. Weil von hier wäre es doch weiter. Wahrscheinlich sogar eher 20 Meter. Ich kann aber links an der Insel angeln. Da geht es tief ab. Und wir haben die Fische gesehen, dass sie so 20 Meter oder bis 25 Meter weit draußen vor der 4 stehen. Das heißt, hat so ein bisschen Paleo-Charakter jetzt, wenn ich sage, die 4. Aber dieser See hat natürlich auch Angeldruck. Hier sind überall Plätze. Hier fahren den ganzen Tag auch Autos rum. Wir hatten da ähnliche Voraussetzungen bei unserem letzten Dreh. Wir werden jetzt hier heute den Tag beenden. Entweder morgen Mittag, je nachdem, wenn die Morgenstunden waren, ja gut. Wir haben jeder einen Fisch gefangen, nur einen verloren. Und dann weiter. Jetzt ist gerade schön windstill. Ich werfe jetzt die Rute. Oh, der kam scheiße. Aber die anderen kommen alle super an da hinten. Und so fängt man hier, hoffe ich, heute Abend noch ein, zwei Fische. So, ich habe hier auch einen Fleischbanane drauf, einen Fleischbananenschwimmer. Die habe ich gedippt eben in unserem Fleischbanane-Lockstoff. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob die ankommt da hinten. Ich war jetzt extra sehr konzentriert, fliegt super und liegt auch super. Genau, da kam man meist vor. Ich kann das mit Mono nicht, genau, das kannst du nicht sagen, aber da ist es 2 Meter, sag ich. Vielleicht ein bisschen tiefer, aber lass liegen. Das ist halt immer beim Werfen, man überlässt halt noch recht viel dem Zufall. Ne? Wenn du jetzt da mit dem kleinen Boot hinfährst, mit E-Motor, hast Echolot an, so zack, dann tastest du da den Boden ab oder siehst schon, da ist es richtig clean, da sind vielleicht Holzrinne, so knallst du die da hin. Die kann halt mal richtig geil liegen, aber die kann natürlich auch voll für den Arsch da unten irgendwo liegen. Ich kann es nicht ändern. Ich habe ein gutes Gefühl. Das geht schon. Pommes warm halten jetzt. Kleine Tricks am Wasser, den Topf hier, da ist noch was drin. Den habe ich jetzt hier schon heiß gemacht, die Merges da drauf. Wir essen mit kleiner Mantaplatte zwischendurch. Der Ketchup, Leute, Blockhaus, super. Da gleich Currypulver drauf. Viele haben mich gefragt, wie machst du Pommes am Wasser? Ich habe jetzt tatsächlich Olivenöl genommen, obwohl es einen scheiß Brennwert hat, ein ganz bisschen Trüffelöl dazu. Und dann drücke ich die mit Tuch so aus. Oh, jetzt ist er auch halt genug.
Du merkst, oh, der ist richtig heiß. Also die Pommes ist auch wieder heiß. Jetzt wieder rein. Top, so, jetzt mein Deckel drauf, dann können wir die warm halten. Und dann mache ich uns jetzt hier schöne geile französische Mayonnaise. Und Benni, da hat sie ganz scharf und yo, Pepperoni, sagt er. Ich denke, nein. Ein paar Zwiebeln da noch rein. Jetzt hat das versaut. Nein, die Zwiebeln sind gleich weg. Du denkst ja immer, die müssen so... Nein, die bringen ja Geschmack, ich weiß. Genau. Jetzt hat das versaut. So ein bisschen Curry. Sowas ist halt auch, wenn man abend vorher was getrunken hat oder so, sowas nachmittags schon mal zu machen, ist das auch geil. Das machen wir schon aus jetzt. Und jetzt der gute Blockhaus da einfach rüber. Großzügig, sag ich mal, rüber. Oh, zack. Ja, hier, super. Hier kommt so langsam richtig Wind auf, ne? Ja. Morgen soll es richtig stürmisch werden, was hast du gesagt? Ja, auf jeden Fall. Böen bis 70 km/h, lebhafter Wind bei 35. Ja gut, wir sind jetzt erstmal zufrieden, wir sind gesetzt. Jeder hat einen Fisch, ich habe einen abgerissen, das war scheiße, aber habe ich auch nicht mitgerechnet, dass die so schnell läuft und dann ein bisschen weiter weg vom Camp. Jetzt haben wir sie alle hier vorne stehen. Gucken. Mal lecker essen. Morgen hauen wir hier ab, oder? Ja. Also ich denke, dass wir hoffen, dass wir jeder noch einen Fisch. Dann haben wir insgesamt 2 Tage hier geangelt, einen halben, ja. Ganzen halben. Dann sind wir wieder weg. Und im anderen haben wir 2 Nächte geangelt. Dann, ja, geht's für uns weiter. So ist es. Ich pack das mal auf den Teller. Alter. Wo liegt die? Was war das denn jetzt? Ganz komischer Bild. Meine Rute schlägt runter wie ein Durchschwimmer. Dann habe ich dann fiel er runter, der Swinger. Hier meine Glücksrute mit dem von meiner Nichte hier, die Indianerkette da dran. Und dann nehme ich die auf. Das ist ein Fisch, Alter, wie die hier beißen. Krass! Ey, hätte ich nie gedacht, Alter. Gar kein Ran. Ganz komisch da reingehackt. Da, ausgeschlitzt. Ehrlich? Oder nee, oder was hier, hä? Das ist bestimmt die Kante. Ab. Die Kante. Das war jetzt ein Biss. Ganz gut, das war doch kein Biss. Nee, jetzt ist ab. Irgendwas habe ich jetzt, irgendwas macht gerade Klack. Strange. Nee, kein Kopfschlag mehr vom Fisch. Irgendwas ist jetzt ab. Da ist nur noch Kraut dran. Gerade schön die Pommes Mayo einverleibt. Jetzt ist, ja, weg, oder? Ja, lass mal lau, aber was soll das sein? Ich mache erst einen Cut, ich kann es dir nicht sagen. Nö. Da ist nicht ein Kopfschlag mehr drin, nichts. Hä? Dann sind die richtig abgewichst. Also wenn das so ist, dass da jetzt auch wirklich noch ein, ja klar, da ist noch ein Fisch dran, Alter. Die sind richtig abgewichst hier. Die kriegen hier echt, da steht ein Spinnfischangler, bonjour, Monsieur. Die kriegen hier richtig Druck, die Jungs. Ja, jetzt fängst du bei mir eine Schnur? Ja, gerade gut gegessen, richtig pappsatt. Und jetzt Snack. Macht nicht viel. Ich will jetzt den Fisch sehen, ne? Das ist dann immer, wenn du jetzt sowas verlierst, weil ich fand das schon richtig, also der Fisch hat sich auf jeden Fall nicht zum ersten Mal aufgehangen. Einmal kurz Platzwechsel. Jo, Fisch ist unter allen Routen unterher, fand ich ganz gut, macht ganz nervöse Kopfschläge, ist richtig ätzend. Ich komme gar nicht so recht auf den Biss klar. Ja, der Biss, so richtig abgewichst, der Fisch. Siehst du das? Spiegler. Spiegler, doch, ich dachte, es wäre ein Schuppi.
richtig guter Spiegler. Habe ich drin, habe ich wirklich gekillt. Ist ein richtig, 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 richtig geiler Spiegler. Yes. Geil, Benny. Komm her. Das ist, jetzt ist alles. Und jetzt können wir unsere Tour starten, Alter. Was für ein wunderschöner Fisch. Der ist geil. Mach mal auf. Und mal ran. Ich dreh mal. Jo. Das ist ein schöner Fisch. Da bin ich mit zufrieden. Wow, nice, nice. Oh, hier, was ich gesagt habe, bestätigt sich. Der Fisch war super vorsichtig. Der hat sich hier schon mal gehakt. Ich kann den jetzt hier, der ist ganz unten in der Platte drin, so rausmachen. Das ist ein Walfutter von mir, also ein Hakenköder. Weil die so verdichtet sind, habe ich den geschnitzt, eckig, den Poppy auch. Einfach, um was anders zu machen, dass ich keinen runden Köder habe. Und die Fische hier, Benny, guck mal, die sind auch hier in Südfrankreich gerade erst aus der Winterruhe raus. Sie versammeln sich, wir sehen sie tagsüber auf der Drohne, sie sonnen sich, sie wärmen sich und Madame ist voll. So, und jetzt noch mal ein für alle Mal, um darauf zurückzukommen. Der Fisch ist jetzt gerade gefangen und es wird so oft gesagt, weil das ist jetzt ein Fisch, der voll ist, bitte, bitte nicht auf den Bauch stellen. So, wenn der Fisch jetzt schlägt und sich jetzt aufschlägt, dann knallt er volles Rohr. Hier, diese Matte ist zwar gepolstert, aber knallt er voll auf die Seite. Wenn ich diesen Fisch jetzt so, um ihn auf den Arm zu nehmen, hinstelle und vielleicht, wie wir es manchmal auf Bilder machen, so machen, dann passiert dem Fisch hier nichts. Ganz im Gegenteil, der Fisch schlägt so und dadurch bricht auch keine Rippe. Also es sind ja eh Gräten. Ich bin so happy. Ich wollte das jetzt mal einmal sagen, weil ich immer wieder dafür ja, so ein bisschen, heißt das gedisst, ne? Angekreidet. Oh, jetzt guckt euch das an. Ich bin happy heute Abend. Und es ist der, was für ein wundervoller Spiegelkarpfen. Ein ganz abgewichstes Kerlchen hier, was ich hier halte, aber wow. Ah, Benny? Der ist doch toll, oder? Ja, den finde ich auch geil. Yes! Oh, oh, ist der voll, ist sie voll. Das ist mein Abschluss. Oh, Frosch im Hals. Das ist mein Abschluss für heute Abend. Schön. Da. Oh, was für ein Rand. Wo soll ich filmen? Oh, halt den, halt den. GoPro. Steht da neben meinem Stuhl. Alle, Alter, wo? Hier. Da. Oh. War der drauf? Hast du? Ja, die läuft. Filmst du? Einmal drücken, ja genau, läuft von alleine. Steht 0-0 oben, aber läuft jetzt oder was? Ja, läuft. Aber da steht 0 mit Sekunden. Ja. Jetzt läuft die. Schade, der lief so durch. Benni hat so einen krassen Rand gekriegt. Ganz anders als meiner eben gerade, aber jetzt kriegen wir Bisse. Leute, ja, versucht den da wegzuholen, dass der nicht festhängt. Also, der ist so richtig dicht. Abgemäht. Oder? Richtig abgemäht, der Fisch. Schade, das war's nicht. Oder ist es auf der GoPro? Ja. Ja, vielleicht ist es auf der mit drauf. Geil, ich freue mich. Das hatte ich eben gerade noch zu Mo am Telefon gesagt. Ich hoffe, Benni kriegt ja auch noch einen drauf. Und hängt auch nicht, ne? Ne, ne. Hier, jetzt guckt euch das an, wie Benni drillt. Weil da ist die Kante, sagt Benni. Und da hat er sich zweimal erschrocken. Geht einfach mitten im See irgendwie auf von 3 Meter auf 1,50 Meter so eine Kante hoch. Da hing da eine auch fest. Ich hatte bei meinem keine Probleme. Aber ich glaube, ich bin drüber. Jetzt guck mal, jetzt bist du bei der. Geh mal hin zu deiner Route, du hängst in deiner. Ja, jetzt da unterher. Aber deine auch. Wie? Deine Schnur auch mitgenommen. Geh unterher. Jetzt fällt er. Ah, jetzt fällt er. Naja, Schnur kommt wieder zurück. Aha. Aufpassen. Was hast du da, Benni? Weiß ich nicht. Also vom Drehen her nichts Großes, aber man weiß ja nie. Der wird wieder gut sein. Wie der abgepäst ist. Vorsicht, wenn du zu weit gehst, hier, ich schwimme. Schön drillen hier drin. Sieht gut aus. Aha, sieht gut aus. Hol den hier mal hin, du. Was
schimmern. Der ist doch hier vorne schon, der kommt doch jetzt schon hoch. Ja, der wird gleich irgendwo erscheinen. Nee, Lütter. Ganz oh, Lütter. Da ist er doch. Satzer. Ein Satzer ist das auch nicht schön, der ist ganz schön dick. Gut, Benni. Yes! Toll. Ach, 2-2. Und so ist es am schönsten, oder, Digga? Ausgeglichen. So, da ist er, der kleine Spiegler. Alter, der Gas gegeben. Der ist einfach durchgemäht, keine Ahnung. 20 Sekunden, Vollschnur von der Rolle gerissen. Ja. So kann es gehen. Ausgeglichene Partie, 2-2. Schöner Fisch auch, schön Bauch dran, nicht groß, aber geil. Es läuft an. Schön. Geil, übernehme ich. Geil! Benni, und du hast es gemacht, Alter, dann hängen die. Ja, das nicht warten. Das sag ich vor der Kamera jetzt, Alter. Ja, weil ich dachte, ja, der ist wieder hochgezippelt. Ja, diesmal. Komm, sag ich jetzt, komm, mach an. Super, Benni, danke schön, das war echt geil. Ja, wieder dasselbe. Zwinger hoch, Zwinger runter. Benni springt auf und ich sag noch nicht Benni. Und er zack, nimmt den an, weil wir hatten uns eben zum Ziel gesetzt, passiert das nochmal. Wir hatten jetzt eben noch einen Fehlbiss, dann sofort anwichsen. Und das macht man ja sonst nicht. Und ganz wilde Kopfschläge. Okay, einen richtigen Anhieb setzen. Voll. Ich dachte, was macht nicht Benni? Und er so, puh, oh, jo, hab ich. Die sind ganz, die schütteln, also die saugen den ein. Und stehen und schütteln. So, krass. Ich habe kurz gewartet, der zuckte sofort wieder hoch, da habe ich ihn genommen. Ja, jetzt hängt der gleich wieder, jetzt kommt gleich wieder dieses Plateau da. Da bin ich schon wieder noch nicht, dann zuckt das so komisch. Komm, lass uns den noch kriegen. Super, halbe Stunde haben wir noch zu angeln, dann ist hier Schluss. Ja. Geil. Geht da doch noch einer an. Kalt wird das jetzt so wie verrückt hier. Nicht, dass ihr euch wundert, dass ich so drille, aber die Routen, die sind kurz. Das sind ja unsere 10 Fuß und jetzt kommt gleich da draußen. Da muss ich ihn erst drüber weg haben. Da ist er aber, glaube ich, noch nicht. Da beugt man ja vor. Da, jetzt ist er wieder da. Tück, tück, da. Oh, Alter. Komm da rüber. Hängt richtig fest, ne? Hängt richtig fest dann, jetzt gerade auch wieder. Und denkst du, jetzt ist er ab. Und da verlieren wir auch noch einen. Weil wenn wir jetzt hier morgen noch mal ein paar Stunden angeln, also das ist krasse. Ja, da ist er drüber. Ja, ohne Benni hätte ich den Fisch nicht gekriegt. Der hat da außen gehakt und das kam durch den Anhieb. Ja, ist für uns auch neu. Ich habe das in Bled so ein bisschen gehabt. Weiß ja, Benni, dass ich gesagt habe, wenn die dann kamen, ne? Schon bei unserem Dreh damals für Balkanbüffel und jetzt hier wieder, nur hier extremer. Schöne kleine Perle. Tiefer. Happy Days. Happy Days. Schön.
Benni hat einen Wecker gestellt auf 7. Ich bin dann um 20 nach 6 aufgewacht, da war es noch dunkel. Kaffee gemacht, jetzt erstmal wach werden. Zwei Routen liegen schon, die wollte ich jetzt da vorne. Geht's rum in die Bucht, komme ich locker hin hier mit der Route. Die wollte ich dann noch einmal hinzimmern. Und dann werden wir hier noch den Vormittag verbringen. Hoffentlich, Benni, hoffentlich noch ein, zwei Runs kriegen. Und dann ziehen wir weiter. Der war nicht schlecht. Bin ich mit zufrieden, den lasse ich so liegen. Willst du deine Routen nicht mal fertig machen? Du kriegst eine Rasur hier, das merkst du doch. 3, 2. Ja, los, komm, fang warte ein. Ab. Ja, ich warte. Das ist immer so. Das macht's doch aus. Deswegen haben wir so Spaß daran. Eine will immer mehr fangen wie der andere. Und wie er sich dann fühlt. So, Aufbruchsstimmung. Jo, es reicht. Ich hatte gesagt, bis 11:30, Viertel vor 12 würde ich gern warten. Da hatte Benni gestern den geilen Schuppenkarpfen. Aber jetzt geht's weiter. War doch schön hier. Ja, nicht viel passiert. Gefrühstückt, Plan geschmiedet, wo es hingehen soll. Oder wie so der Plan ist, was wir uns jetzt angucken. Genau. Gucken wir uns jetzt erst einen etwas größeren Stausee an. Da sind aber oft viele Angler. Sind aber auch riesige Fische drauf. Liegt noch weiter südlich. Und wenn uns das dann nicht gefällt, kenne ich noch von ganz früher. Und Benni kennt natürlich auch. Eine kleine Perle, Secret Lake. Oh, Brother, Secret Lake, very nice. Alles verboten, unserem Naturschutz. Das ist ein Naturschutzgebiet, was heißt, es ist ja Angeln erlaubt. Und wenn, dann sagt man immer, alles verboten. Da will man aber nur so ein bisschen wie im Bläh. Tagsüber angeln, keine Liegen da, da laufen dann so Parkranger rum. Liegt aber sowas von wundervoll idyllisch. Also, wenn wir da hinfahren sollten, mal gespannt, was ihr sagen werdet. Ich hab da Bock drauf, ich glaube, da fangen wir. Es ist halt echt abgefahren schön. Gut, dann machen wir das jetzt so. Ich bin hier sehr zufrieden. Ich denke, das kannst du auch sein, Benni. Du hast keinen Fisch verloren. Steht 3-2. Ich hätte 4 Fische fangen können. Das ist richtig, das wäre richtig gut gewesen. Selber schuld, bin ein bisschen zu weit von der, was heißt weggegangen. So, die stand da eh. Stand so 25 Meter weg. Habe ich aber auch nicht mit gerechnet, dass die so schnell läuft. Morgens direkt nach dem Werfen. Jetzt geht's weiter. Einpacken. Was sagt die Uhr? Kurz vor 12, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben uns auf 12 geeinigt, dann sollen die Routen rein. Mike wollte noch gern ein bisschen länger, weil er glaubt, dass hier noch einer kommt. Ich sag, ja, weil deiner gestern kam da. Ja, aber ich glaube, es kommt keiner mehr. Also, wir haben die Fische hier gut beangelt. Das zeigt ja auch wieder, wenn man da angelt, wo sie sind, kann man sie fangen. Wir haben, ich will jetzt nicht sagen, dass wir den Fehler gemacht haben, aber schon nicht richtig Location betrieben. Es saß hier einer, wo wir gesagt haben, oh, hier sitzt einer, den wollen wir nicht stören, wir gehen rüber. Und haben dann erst abends, als wir Routen liegen hatten, ein bisschen ruhiger waren, gesagt haben, lass mal die Drohne steigen, lass mal gucken. Und dann haben wir den Augenöffner bekommen. Ja, aber andererseits konnten wir es hier jetzt auch so super darstellen, dass erstmal uns den Fehler eingestehen. Ja, auf jeden Fall. Und was hätten wir gemacht, wenn der Franzose, wir hätten die Fische mit der Drohne gesehen. Oh, da sitzt der Franzose, der hat übrigens Only Fox, der hat ja auch gut geangelt. Hat der diese, wie heißen diese Abstands, das habe ich ja noch nie gemacht zum Werfen. Die Distance Sticks. Die Distance Sticks hat er ja auch. Der hat in die Richtung gefischt. Richtig gut. Also, weiß nicht, ob er wusste, dass die Fische da stehen. So, und vielleicht wären wir dann gefahren, weil wir gesagt haben, das passiert uns nicht nochmal, wie an dem Lac de Bordel da, dass wir dann einfach sitzen bleiben. Ja, war doch super. So gesehen war es gut. Wir sind dann gemoved, haben dann da geangelt, wo die Fische waren. Und ich sag, wir haben echt gut geangelt, soweit es geht, da rangeschmissen, haben jetzt ein paar Fische gefangen und die haben das gecheckt. Er hat da schon geangelt, wir haben da jetzt schon geangelt. Und die kriegen das mit. Ne? Ich weiß nicht, ob da weniger waren, aber gestern auf der Drohne waren schon deutlich weniger waren Fische schon zu sehen. Weniger. Das ist dann ja auch oft der Fall, dass die Fische sich dadurch durch den enormen Angeldruck dann... Vielleicht haben sie sich einfach jetzt weiter nach hinten verschoben, wo wir gar nicht mehr rankommen. Auch nicht von rechts oder so. Das ist so weit weg. Aber ja, die Fische verziehen sich immer dahin, wo sie am wenigsten beangelt werden können. Ne? So ist es. In vielen Seen, auch in diesen Pelex in Kroatien. Man kennt die Bilder dann, die Drohnenbilder, dass die wie gestaffelt an der Insel stehen. Und ja, so ist es. Mir hat das Glück gebracht hier, das Ding, von meiner kleinen Nichte. Die möchte ich schön grüßen, dann freut sie sich. Juna, geil. Einen richtig dicken Spiegler.
Ich habe einen verloren, scheiße, das war nicht gut. Ja, und ich glaube, jetzt geht's hiermit in die zweite Folge, ne? Wir starten los. Mit zwei, drei, da Leute, ich habe einen kleinen Vorsprung. Ja. Ah, das kann ja schnell, ich wollte gerade sagen, das kann sich ja schnell wieder drehen bei dir. Den Vorsprung brauchst du auch. Ah, den brauche ich, okay. Ich bin guter Dinge, das Wetter ist gut. Ich glaube, wir werden fangen. Wind kommt wir kennen auch. Beide Gewässer, wir wissen natürlich nicht, was da abgeht. Sind dort viele Angler, ist der Wasserstand niedrig, ist der Wasserstand hoch. Das ist immer so ein bisschen ja, die Freude aufs Ungewisse auch, ne? Was erwartet uns da? Ich glaube, also man kann es schwer einschätzen, ob die Fische wirklich viel fressen. Wir haben sie schon auf Fluss gefangen, oder? Nee, deiner war noch neutral, der Schneemann gestern. Das hat sich gerade bewegt. Ich glaube immer noch dran. Ich habe auf einen pinken Pop-up gefangen und auf einen Schneemann. Es waren zwei kleine Fische dabei. Zeigt vielleicht auch, oder waren es drei kleine Spiegler? Ja, drei kleine Spiegler. Genau, drei von fünf waren kleiner. Das zeigt auch, dass die kleineren schon deutlich aktiver sind. Vielleicht sind sie gerade so, wo sie anfangen, okay, da ist was Buntes, das picken wir mal. Aber wie am ersten Abend zu sehen, die standen alle an der Oberfläche, haben sich gesonnt. Jetzt könnte man sagen, okay, man könnte einen Sick rausfeuern. Wir kommen eh kaum ran. Da sind Hindernisse im Wasser. Da sind Hindernisse. Ich habe mir meinen mit 66er Snack abgerissen. Ich hatte eine Dreikantmuschel eben an der einen Route. Ja, die Zeit ist um. Benni, eine Frage noch, können wir 3 Minuten verlängern. Der Swinger ging eben ein bisschen hoch. Das schaffen wir. Sollte ich noch einen fangen? Kommt der dann in die nächste Folge? Ja, das zeigen wir euch jetzt nicht mehr. Wir hauen jetzt. Bauen wir noch ein bisschen Spannung auf. Karre ist voll gepackt. Gleich nochmal kurz zum Hyper-U. So sieht's aus. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Und jetzt wollen wir gucken, wohin uns die warmen Passatwinde jetzt wehen. Ich glaube, umso weiter wir voranschreiten, umso geiler wird's. Oh, da apropos Wind, mein Boah, schön in den Staub. Es ist hier alles sandig und dreckig. Komm, Digi. Ja, weiter geht's. Geil.